Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen bei mir, eurem Alcaramba. Und ich zeige euch heute ein Replay vom Cromwell B. Das ist ja einer der Panzer, der im Berlin Trio dabei war. Also eben an sich ein ganz klassischer Cromwell, so wie man ihn kennt. Etwas veränderte Kanone, wie man sieht. Aber ansonsten, bis auf die Bemalung und alles andere natürlich, ein Cromwell, so wie er leibt und lebt. Los geht's! Er ist aber sehr, sehr gut. Also er ist vom normalen Cromwell kaum zu unterscheiden. Der eine hat ein bisschen bessere Drehgeschwindigkeit, der andere ein bisschen bessere Genauigkeit. Also es ist minimal, aber unterm Strich sind beide wirklich sehr identisch und dementsprechend sehr gleich und ähnlich zu spielen. Jetzt sind wir mal gespannt, was Dominator 94 aus meinem Clan mit dem so anstellt. Auf der veränderten Karte Wadi, wie ihr ja schon hier gerade auch am Durchfahren gesehen habt. Er nimmt hier sich gleich die Mitte an, kriegt hier sofort den MT25 ab. Konnte hier also schon den ersten Hit setzen, ohne dass er großartig selber was einstecken musste. Schön gespottet, so soll es sein. So, und jetzt den T20 hier schön von der Seite. Da kann er reinhalten, ganz entspannt. Da ist er auch schon tot. Ja, er ist ja schön am Spotten, das kann man schon mal ganz klar so sagen. Jetzt ist hier da oben auf dem Hügel was offen, da bringt ihm das leider nichts. Aber der MT25, sein aktueller Freund, der ist hier auch wieder da. Wird jetzt gerne Unterstützung haben von seinem Team. Bekommt aber keiner, also von dem her scheint er jetzt sagen zu wollen, okay, wisst ihr was, da kommt kein Hit, will ich selber machen. Ist aber hier Gott sei Dank auch vorsichtig genug, das jetzt nicht zu riskant machen zu wollen, weil man sieht sofort, kriegt dann Hit vom Tiger 1 ab. So, jetzt muss er wie gesagt ein bisschen aufpassen. Ja. Oh, der Alecto, der ist jetzt hier aggressiver, wird aber jetzt vom Tiger 1 auch gekillt. Jetzt hat er ein bisschen besser Zeit, versucht mit Auto-M auf den Tiger zu schießen, prallt allerdings nur ab. So, jetzt den Tiger 1. Aber jetzt, vielleicht will er jetzt endlich mal den... Jetzt hat er den Tiger 1 gerade noch getroffen. Arti hält hier rein. Munitionstreffer vom MT25. Er geht jetzt hier weiter auf den Tiger erstmal. Lasst den MT eher gefühlt doch ein bisschen links liegen. Der MT haut hier weiter rein. Ist hier unglaublich nervig, aber er lässt sich nur halb stören davon und macht den Tiger 1 endlich weg. So, jetzt kümmern wir uns euch mal um den MT. So, der T34 macht jetzt den MT25 endlich weg. So, und jetzt kann er wieder nach links wirken. Da ist nämlich noch einiges offen und vorhanden. Geht jetzt erst auf den VK. Macht den VK jetzt weg. So, jetzt ist der T34-85 noch vorhanden. Auch das einfachere Ziel aufgrund des Durchschlags von der Kanone. KP-85 hat dann doch ein bisschen mehr Panzerung. Aber dann nimmt er halt den jetzt doch. Der Reload ist einfach sensationell schön, sensationell angenehm. Da kann man wie hier, wenn man jetzt schön spottet, wirklich toll wirken. Macht den dritten Kill. Und jetzt geht der T34-85 drauf. So, den noch ein vielleicht. Ah, da kommt er, kriegt er den Kill leider nicht mehr. So, jetzt der Tiger 1, der ihn vorher schon getroffen hat. Und jetzt kriegt er die Revanche, kriegt auch einen Hit zurück. Bisschen mehr vorhalten, dann klappt's auch. So, ja genau, schön. Jetzt Tiger fährt hier entlang, lässt sich ja schön seitlich hitten. Das hat er leicht angewinkelt, dadurch ist der Panzer, der Schuss nicht mehr durchgegangen. So, jetzt setzt danach aktuell schon 2300 Schaden auf der Uhr. Dafür, dass der Gegner angreifen soll, merkt man hier gefühlt wenig. Das haben sie ja schon sehr gut im Griff. Man sieht hier an den Sprüngen, wie mobil, wie schnell er beschleunigt. Ist ein super toller Panzer.
Artis. Wolverine, da ist die Arti, da muss er jetzt aufpassen. Jetzt hat er gefühlt richtig viel Action. So, jetzt wollte er auf die Arti schießen, aber Auto-Aim hilft ihm dann gerade nicht so ganz. So, er fährt jetzt hier weiter, ist nämlich eine gerade wirklich gefährliche Stelle. Jetzt geht er auf die Hummel. Sehr gut. Hummel wird geholt. Und jetzt vielleicht dementsprechend auf die andere Arti dann doch mal gehen. So. Jetzt der Tiger fährt da weg. Jetzt kann er den auch bestimmt noch locker und schön ins Heck schießen. Auto-Aim ist natürlich ab und an ein bisschen schwerfällig, aber jetzt kann er den auch hier ordentlich behaken. Kriegt jetzt hier die Hits raus. Aktuell 1163. Jetzt lebt nur noch die Arti. Und von dem her darf man ihm schon mal beglückwünschen zu einer wirklich schönen Runde. Zeigt, dass dieser Panzer wirklich gut ist und für den Premium sehr schön und spielbar ist. Also für meine Auslegung ein sehr brauchbarer 6er Premium Panzer. Wenn ich mich da jetzt an den Japano-Tiger erinnere, muss ich sagen, ist das anders bei dem. Also von dem her, hier, der gefällt mir gut und kriegt eine Kaufempfehlung. Dann hoffe ich, euch hat die Runde gefallen, weil er kriegt leider von der Arti nichts mehr ab. Das macht der andere Cromwell. Deswegen, ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Alcaramba.